Heute geht es hier um den Kollegen, in Fachkreisen auch Elli Spirelli genannt. Seid gespannt. Einfach leckere Gerichte für jeden Tag, das bekommt ihr bei mir. Frische Zutaten sind ein super Start für ein leckeres Essen. Und damit wieder einmal hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Tasty for You. Heute ein klassischer Nudelsalat, den alle mögen eigentlich, den kann man immer mitbringen, wenn man irgendwo eingeladen ist und man soll was zu essen mitbringen. Ich habe davon oftmals einfach auch eine Schale im Kühlschrank stehen, weil es passt zu vielem. Einfach sich ein kleines Steak dazu braten oder eine Frikadelle oder auch ein paar Frankfurter Würstchen warm machen oder auch einfach nur so ohne irgendwas dazu. Schmeckt total lecker, die Zutaten sind denkbar einfach und von der Zubereitung her ist das Ganze auch ruckzuck gemacht, also wirklich schnell. Und welches die Zutaten sind, das sage ich euch jetzt. Ich habe hier, bereits vorgekocht Nudeln. Das sind Spiralnudeln. Ihr könnt auch alles andere nehmen. Muschelnudeln, ihr könnt Penne nehmen, ihr könnt was auch immer ihr gerne haben wollt. Das passt alles. Ich habe jetzt so ein paar bunte genommen. Das ist dann halt fürs Auge so ein bisschen. Aber ansonsten könnt ihr nehmen, was ihr wollt. So, Mund ist wieder leer. Dann ist es mit dem Sprechen immer ein bisschen einfacher. Zur Kochanleitung schaut bitte auf die Packung. Ich fange immer an mit der niedrigsten Minutenzahl. In diesem Fall waren das 7 Minuten. Habe da noch eine Minute nachgelegt. Ganz wichtig ist bei so einem Nudelsalat, ist, dass ihr die Nudeln nicht zu matschig kocht. Grundsätzlich ist es ja immer so, italienisch al dente und so weiter. Aber auch im Nudelsalat ist das nicht ganz unwichtig. Einfach, weil das, wenn ihr das Ding nachher verrührt und 2-3 Mal umrührt und so weiter. Und wenn die Nudel dann kaputt geht, dann sieht es halt einfach nicht mehr schön aus. Und dann, finde ich, ist es auch immer nicht so gut. Also wie gesagt, kocht sie nach Anleitung, probiert gerne nach Minimumzeit. Wenn sie euch noch einen Tick zu hart sind, gebt noch eine Minute drauf. Und so macht ihr das so lange, bis sie eine Konsistenz hat, die okay ist. Ich finde beim Nudelsalat auch die Nudel muss al dente sein. So, was brauchen wir noch? Wir brauchen noch etwas Joghurt, 150 Gramm habe ich hier drin. Dann 200 Gramm Mayonnaise. Ich nehme immer keine fettreduzierte, ich nehme normale, weil die schmeckt einfach ein bisschen besser. Hier in der Schale drin habe ich etwas Zucker. Das brauchen wir nicht alles, aber wir brauchen das nachher zum Gewürzen. Zum Würzen. Dann hier in der Mühle Salz und Pfeffer. Dann habe ich bereits hart gekocht, 4 Eier. Hart gekocht heißt bei mir, ich koche sie 10 Minuten. Ich benutze immer Größe Eier der Größe L. Das sollte dann einigermaßen hinkommen, wobei geguckt habe ich noch nicht. Werden wir gleich sehen, wenn wir sie schneiden. Dann noch ein bisschen Gemüse dazu. Und zwar aus der Dose haben wir Champignons und Mais, jeweils 150 Gramm. Und hier habe ich drin eine gleiche Menge, 150 Gramm Erbsen. Das sind die gefrorenen gewesen. Die kann man hervorragend dazu nehmen. Fleischwurst, nehmt was ihr bekommen könnt. Truthahn, Pute, Schwein, was auch immer. Ich bekomme hier auf Zypern wirklich nur eine Sorte Fleischwurst. Aber die ist total super, die passt total klasse dazu, die ist sehr lecker. Und dann brauchen die, das ist ja das Schöne, ne? Die Zutaten schmecken auch alle so. Da kann man schon mal beim Erzählen, kann man schon mal probieren. Aber wie gesagt, ich vergesse dann immer. Das mit einem vollen Mund ist es halt immer blöd zu reden. Etwas Senf, 1 Esslöffel. Ich nehme immer Dijon-Senf, mag ich sehr gerne. Aber ihr könnt auch einen mittelscharfen nehmen. Welche Marke, das ist vollkommen wurscht. Nehmt den Senf, den ihr gerne mögt. Und bei den Nudeln habe ich genommen 250 Gramm. Aber die Rezeptangaben findet ihr natürlich wie immer auch in der Infobox unter dem Video. Einfach auf mehr erfahren klicken. Und dann öffnet sich ein Fenster. Und dort findet ihr dann alle weiteren Informationen. So, und dann würde ich sagen, vorbereitet habe ich das Ganze ja schon. Jetzt müssen wir es eigentlich nur noch alles so ein bisschen schick zusammenrühren. Aber ich sehe gerade, ich brauche noch irgendwie so einen kleinen Schaber, um die ganzen Soßen rauszuholen. Wie immer habe ich natürlich wieder was vergessen. So, und ich fange als erstes mit dem Dressing an, denn ich möchte gerne, dass wir da schon ein bisschen schönen Geschmack drin haben. Also, als erstes die Mayonnaise. Nehmt auch eine ausreichend große Schale. Diesen Salat könnt ihr, übrigens, ich habe es ja vorhin bereits erwähnt, ich habe den immer bei mir, was heißt immer, aber hin und wieder tatsächlich im Kühlschrank stehen, kann sich super halten dort. Ein paar Tage bei entsprechender Kühlung sollte das kein Problem sein. So, die Mayonnaise rein, den Joghurt rein, den Senf dazugeben. So, und dann könnt ihr direkt von Anfang an das Ganze salzen. Pfeffern. Ich nehme hier immer frisch gemahlenen Pfeffer. Und dann macht ihr einfach so, wie ihr mögt. Wenn ihr es gerne ein bisschen schärfer mögt, nehmt ihr ein bisschen mehr. Wenn ihr es nicht ganz so scharf wollt, dann lasst ihr das. Und ganz, ganz wichtig, eine gute Prise Zucker. Aber da ist wirklich
jeder wie er mag. Fangt langsam an, nehmt vielleicht nur eine. Ich mag es gerne, wenn es ein bisschen süßer ist und ein bisschen Geschmack hat. So, und jetzt verrühren wir das Ganze. Und lassen das einen kurzen Moment stehen, dass sich Salz auflösen kann, Zucker auflösen kann und so weiter. In der Zwischenzeit schneiden wir unsere Eier. Und die Eier geben wir dann auch direkt mit hinzu. Schneidet die so, wie ihr wollt. Ich viertel oder achtel die immer. Wobei vierteln wahrscheinlich ein bisschen groß ist. Achteln ist da besser. Und dann gebt ihr sie einfach mit zum Dressing hinzu. Und das machen wir mit allen Vieren. Wenn ihr natürlich nicht ganz so große Eierstücke drin haben wollt, dann ist das auch vollkommen okay, wenn ihr sie ein bisschen kleiner schneidet oder würfelt. Ich mag das so ganz gern, aber wieder Regel Nummer 1, jeder macht seins. Jetzt können wir auch gleich schon mal probieren. Ich nehme einen Finger. Das schmeckt schon sehr, sehr gut. Ich brauche aber noch ein bisschen Zucker. Und jetzt könnt ihr alle anderen Zutaten auch bereits hinzugeben, nämlich die Fleischwurst. Die Pilze, Champignons aus der Dose. Und die Erbsen. Hebt das schon einmal unter. Und da von der Struktur her die Nudel das fragilste ist, schönes Wort, oder? Das zerbrechlichste ist, nehmen wir die Nudeln ganz zum Schluss dazu. Und das machen wir jetzt. Passt auch schön auf, dass sie nicht so zusammenkleben, dass sie wirklich schön einzeln hineingehen, damit sie sich wirklich auch mit der Soße fühlen, beziehungsweise mit dem Dressing vom Salat. Und wenn ihr das alles habt, dann hebt ihr es vorsichtig unter. Jetzt ist die Frage, wann kann ich diesen Salat essen? Ich sage immer, lasst den mindestens 12 Stunden stehen, damit der einmal so richtig schön durchziehen kann. Denn wenn sich das alles ein bisschen verbindet, die Geschmäcker und so weiter, dann schmeckt das in der Regel immer ein bisschen besser. Und das ist wie gesagt ein Salat, der zu vielen passt, insbesondere zu Fleisch, zu kurzgebratenen, zu einer Hähnchenkeule, zu einer Frikadelle, zum Schnitzel, zum Würstchen. Einfach so, wenn man Lust hat. Auf jeden Fall ist das ein sehr, sehr leckerer Salat, der zu vielem passt. Auch zum Stück Backfisch kann man den gut essen. Also wirklich ganz hervorragend. So, und ihr seht schon, das war schon wieder alles. Ich halte euch das Ganze jetzt einmal unter die obere Kamera, damit ihr einmal sehen könnt, wie das Ganze aussieht. So, und jetzt werden wir einmal probieren, möglichst viele verschiedene Zutaten damit rein haben. Vielleicht noch ein Tipp von mir. Das Dressing dürft ihr am Anfang gerne ganz leicht überwürzen. Also es darf gerne salzig schmecken, es darf gerne ein bisschen Pfeffer haben und so weiter. Das braucht es einfach, weil die Zutaten natürlich schon Geschmack haben, aber jetzt alle auch alle nicht kräftig sind vom Geschmack. Deswegen macht es nichts tatsächlich, wenn ihr hier so ein kleines bisschen das Ganze überwürzt. Das heißt, wenn ihr sagt, so, oh, das ist gut salzig, dann ist es genau richtig. Ne? Also das ist halt einfach das, so wie es sein soll. So. Und jetzt könnt ihr das Ganze entweder stehen lassen. Ich mag es auch gerne bei Zimmertemperatur. Wenn ihr es zum Beispiel mittags macht und abends oder morgens macht und abends essen wollt, ist das perfekt. Ihr könnt es natürlich auch in den Kühlschrank stellen. Ich empfehle euch immer vor dem Verzehren das Ganze ein, zwei Stunden rauszuholen, damit der Salat einfach auf Raumtemperatur kommt, weil dann sind die Geschmäcker einfach wieder da. Wenn es zu kalt ist, dann schmeckt der Salat gar nicht so gut. Also immer schön darauf achten, wenn ihr ihn erst solltet, er Zimmertemperatur, Raumtemperatur haben. Das war schon von mir. Ich probiere jetzt noch einmal. Ach, ist der lecker. Hm.
Der ist wirklich klasse. Die Menge, die ich hier gemacht habe, vielleicht abschließend noch dazu, ist für 2 bis 4 Personen. Also 2 ist es zu viel, also 3 bis 4 Personen ungefähr. Als Beilage, nicht wenn ihr es natürlich nur isst, dann ist es vielleicht ein bisschen wenig. Aber die Mengenangaben seht ihr ja selber hier. Das ist eine schöne Schale, die ihr auf den Tisch stellen könnt und mit 3 bis 4 Personen werdet ihr davon locker satt, wenn es dazu auch noch ein Stückchen Fleisch gibt oder vielleicht noch einen anderen Salat oder. Das war es von mir. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich, wie immer, ihr wisst es schon, über ein Abo, über einen Daumen nach oben, über ein Smiley, über einen Kommentar, worauf auch immer ihr Lust und Zeit habt. Das ist immer klasse. Ansonsten wisst ihr ja, immer freitags gibt es die neuen Videos. Ich freue mich, sage Dankeschön für eure Aufmerksamkeit. Freue mich immer riesig, dass mir so viele mittlerweile wirklich zuschauen immer. Und sage einfach nur noch eins. Guten Appetit beim Nudelsalat, viel Spaß beim Nachmachen und wir sehen uns gleich zum nächsten Video wieder. Und das neue Video gibt es dann kommende Woche Freitag. Bis dann, ciao.